Guten Morgen. Boah, ja. Erstmal ein Käffchen. Willst du auch einen? Ja, Mann, auf jeden. Ich bin mega müde irgendwie. Das ist gut. Die Tasse vibriert. Ja. Das gleiche Ultraschallband, dass der durch mich. Boah, mega. Kick für den Morgen. Neben einer Tasse Kaffee auch noch Cappuccino-Tabak. Dann rauchen wir den an. Auf jeden Fall. Und dann werde ich auf jeden Fall mal vorstellen, was das für ein geiles Gerät ist und was das alles kann. Ey, oh, ich bin so gespannt. Lass jetzt mal rauchen. Auf geht's. Schönen guten Morgen vom Shisha-Team. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Ja, Mann. Ich hoffe, ihr seid mittlerweile auch wach. Ja, bei uns schlägt der Kaffee gerade ein. Und wie ihr vielleicht schon im kleinen Intro gesehen habt, haben wir noch eine Kleinigkeit, die uns hilft, besser durch den Tag zu kommen. Und zwar ein neuer Tabak. Genau, und zwar der Alwaha Cabo. Cabo. Das ist... Der Cabo, nicht der Babo. Stimmt. Der Cabo Babo. Der Cabo Babo. Was verbirgt sich dahinter? Ja. Das ist für den geübten Alwaha-Raucher. Keine Ahnung, das geübte Alwaha-Raucher. Wie soll das sein? Nee, für die, die schon lange Alwaha rauchen, das ist der alte Cappuccino-Tabak. Und da man ja jetzt nichts mehr explizit draufschreiben darf, nennt man ihn jetzt einfach Cabo. Aber es ist definitiv der von damals. Und ich weiß auch gar nicht, wann ich den zuletzt geraucht habe. Den haben wir bei dir mal. Ich, ja. 6-7 Jahre? Gefühlt? Ja, gefühlt so lange, okay. Ach nein, das war glaube ich mit den Anfängen vom Shisha-Rauchen das erste Mal bei dir zu Hause gegeben. Und da hattest du diesen ultra geilen Cappuccino-Tabak noch in einer normalen, versifften Tüte. Alles war voller Molasse in deinem Shisha-Koffer. Stimmt. Ich erinnere mich noch dran. Ach, der Shisha-Koffer, der riecht übrigens bis zum heutigen Tag. Adi hat recht, das ist locker 5-6 Jahre her. Der riecht bis heute nach Cappuccino-Molasse. Es ist abartig geil. Also ohne Scheiß, ich find's richtig Hammer. Also, egal was da drin ist, es riecht, wenn du es aufmachst, nach Cappuccino. Perfekter Raumduft, kann man sich auch einfach so ins Wohnzimmer stellen. Ja, und ich würde sagen, damit haben wir größtenteils schon den Geruch abgedeckt, weil er riecht wirklich extrem lecker. Mega geil. Also wer sehr gerne Cappuccino trinkt oder auch riecht in dem Fall, der wird hier auf seine Kosten kommen, weil das ist wirklich ein super leckerer Geruch. Und es riecht wirklich so eine leichte Kaffeenote kommt durch, aber auch so was süß-milchiges irgendwie. So cremig. So cremig, genau. Mhm. Ist wirklich echt lecker. Es riecht wirklich sehr intensiv, sehr lecker.
Und ja, das haben wir noch gar nicht gesagt. Die 200 Gramm Dose bekommt ihr für 13,90 €. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, den normal im Shisha-Laden zu bekommen. Also ich habe ewig lange gesucht, den nicht gefunden und letztendlich habe ich ihn mir einfach bestellt, weil ich ihn halt noch im Internet gefunden habe und bin halt super froh darüber. Und naja, wie ihr seht, der ist auch schon ein bisschen leer geworden. Mhm. Ja, magst du es zum Schnitt sagen? Ja, sehr gerne. Und zwar von Al-Wahab bin ich jetzt schon viele Schnittstufen durch, sage ich mal. Also von Schnitten wie damals bei dem Pfirsich-Eistee-Dingens, der Gyros-Schnitt. Das war der Gyros-Schnitt. Ja, wir haben hier den klassischen Gyros-Schnitt. Also hier könnt ihr ja bestimmt gerade sehen. Finde ich relativ fein geschnitten. Ja. Hätte noch gröber sein können für den Kopfbau. Der fällt halt durch. Also der fällt durch. Also durch so ein normales Standard-Tonkopfloch fällt halt locker durch. Ist irgendwie nicht so richtig mitgedacht von der Wahl. Also am besten da ans Sieb reinpacken, da kann euch nichts passieren. Mhm, genau. Aber wenn ihr keins zur Hand habt, ist echt doof. Weil dann steht ihr da und wisst nicht, was ihr damit machen sollt. Genau der. Ja, da haben wir hier ein ganz anderes Bild. Und zwar ist der sehr fein geschnitten. Und auch die Molasse ist echt gut eingezogen. Also, ja, kann man nicht meckern. Gut gemacht, Elbacher. Lässt sich auf jeden Fall super im Kopf verbauen. Ja, funktioniert auch in der geilen Maschine ohne Probleme. Ja, genau. Ja, Probleme habe ich gehört mit großen Tabakstücken, aber der Aloha geht da locker durch. Ja, ich würde sagen, kommen wir gleich zum Geschmack. Nicht lange schnacken. Genau, geruchlich haben wir das abgearbeitet. Und geschmacklich, es ist einfach ein Brett. Also es schmeckt wirklich so geil nach Cappuccino. Ihr habt halt wie im Geruch dieses mega geile Kaffeearoma, was hier noch mit schmeckt. Und ja, es ist super vollmundig und wirklich morgens einfach super passend, wenn man sich noch einen Kaffee dazu gönnt. Rundet es einfach super gut ab. Finde ich auch auf jeden Fall. Und es wird viele Leute vielleicht abschrecken, die generell eher so auf fruchtig-minzig den Tabak stehen. Die werden sich sagen, Cappuccino, wie kann man sowas rauchen? Ich muss sagen, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, den irgendwo zu probieren, probiert den ruhig mal. Weil ich finde, es ist was ganz anderes als so andere cremige Tabake. Das ist nochmal eine andere Schiene. Weil ich selber rauche auch nicht so unglaublich gerne so einen cremigen Tabak. Aber Cappuccino ist wirklich ein Brett. Das ist wirklich sehr, sehr lecker. Das also erweitert vielleicht mal ein bisschen euren Shisha-Geschmackhorizont und kauft euch den Aloha Cappuccino. Ich muss es empfehlen. Wirklich super. Also wir hatten ja damals auf Gran Canaria hatten wir auch von Alfacher den Cappuccino. Mhm. Und der war noch ein bisschen stärker im Geschmack, so vom Kaffeearoma. Ihr habt ja halt wirklich, ja, wie eben gesagt, dieses cremige. Ich finde, der ist süßer. Der ist ein bisschen süßer. So. Der hat nicht so diese herbe Note. Mhm. Ist halt wirklich süßer, leckerer. Ja, aber leckerer kann man auch nicht sagen. Das ist halt Geschmackssache. Ist Geschmackssache. Ja, was ihr bei dem noch ein bisschen beachten müsst, der ist nicht sehr hitzeverträglich. Also da müsst ihr mit den Kohlen ein bisschen aufpassen. Aber wenn ihr jetzt wie wir rauchen im Tonkopf und mit dem Kamin, dann ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Die drei Kohlen passen super. Mhm. Und ja, der Rauch hat man dagegen schon gesehen. Also ist okay. Es ist, er ballert jetzt nicht unbedingt voll durch, weil, wie gesagt, die Kohlen auch nicht genau in die Mitte gerückt werden, weil er schnell brennt dann. Aber so raucht er sich sehr angenehm. Ihr habt den vollen Geschmack da. Rauchen gehen auch klar, nicht von mir, aber von Adi jetzt. Eigentlich nicht zu meckern. Von uns alle Daumen nach oben. Gibt eine klare Kaufempfehlung für das Teil. Also wenn ihr unterwegs seid und einen Shisha-Laden habt, zu dem ihr gerne fahrt, fragt doch einfach mal nach, ob die den Al-Wahab Cabo da haben oder auch bestellen können. Gebt dem eine Chance. Wirklich. Wir machen jetzt so viel Werbung, wir kriegen kein Geld von Al-Wahab, leider. Aber der ist trotzdem geil. Der ist wirklich gut. Ganz unvoreingenommen, unparteiisch. Und der ist lecker. Steht drauf French Tobacco. Premium French Tobacco. Da müsste jetzt mit meinem Shisha-Halbwissen glänzen, aber ich dachte, Al-Wahab, ja. Da schneidet was aus. kommt der nicht aus Jordanien und so ein Scheiß? Ja, hier steht doch. Made in Jordanien, Mann. Ja, aber da steht French Tobacco.
Ja, das ist vielleicht französischer Tabak, der in Jordanien mit der Molasse vermischt wird und dann wieder nach Deutschland geschickt wird. Das kann sein. Hut ab für den ganzen Zoll, der damit arbeitet. Also. Ja gut, dann würde ich sagen, haben wir alles gesagt, was man zu diesem Tabak wissen sollte. Ja, Mann. Sind damit auch schon wieder am Ende dieses Videos angekommen. Ich will jetzt gar nicht weiter reden, ich will rauchen. Ja, den einfach nochmal bis zum letzten Rest genießen. Also, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da, lasst es uns wissen und abonniert auch gerne unseren Kanal, wenn ihr noch weitere Videos von uns sehen möchtet und auch nichts verpassen wollt. Ihr findet uns nebenbei auch noch bei Facebook, bei Instagram. Mhm. Habt ihr alles nochmal unten in der Videobeschreibung. Ja, und dann hoffe ich, sehen wir euch beim nächsten Video wieder. Und bis dahin, guten Rauch, guten Geschmack, baut euch ein Köpfchen, raucht mit uns mit. Und ja, wann immer ihr dieses Video schaut, einen schönen Tag noch. Das Wetter ist ja gerade geil. Oh ja, schön sonnig. Zwar kalt, aber sonnig. Mhm. Also. Gut, Leute, wir sehen uns. Haut rein. Ciao, ciao.